Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer und heute ausnahmsweise zum zweiten Mal, Jojo Long. Und Jobi Huevo. Wieso zum zweiten Mal? Ja, wir hatten eben schon mal das alles aufgenommen, dann war ich doch tatsächlich am falschen Mikrofon. Deswegen betone ich ja immer am roten Mikrofon. Ne? Vorher war ich am schwarzen Mikrofon, da kam da irgendwie nichts heraus und Bihoi dachte schon, sie sieht Gespenster, weil ich meinen Mund bewegte und was sagte, aber es kam kein Signal im Computer. So, jetzt bin ich am roten Mikrofon, wie fast immer. Jojo Long und Jobi Hui. Am gelben, Jobi Hui, am gelben Mikrofon. Ja, und gelb ist ja auch schon die Überleitung zum gelben Mond, der da so schön strahlt. Und da ist ja auch fast immer gutes Wetter, ne? Wenn Mondfest ist in Taiwan, irgendwie sieht man, glaube ich, immer den Mond. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Mond noch nie gesehen hätte beim Mondfest. Ja, warum? Das ist eigenartig, ne? Ein Zauber, ein Mondzauber. Ja, genau. Immer zum wievielten des 9. Monats des Mondkalenders? Am 15. Tag des 9. Mondmonats. Ja, ist taiwanisches, chinesisches Mondfest, das auch in Taiwan gefeiert wird. So muss man sagen. Genau. Ja, genau. Beziehungsweise wird es überhaupt noch gefeiert? Ich habe irgendwie so das Gefühl, die junge Leute hier werden immer mehr so wie die jungen Leute in Deutschland oder Europa, die feiern irgendwie nicht mehr das, was wir als Kinder gefeiert haben. Also zum Beispiel Weihnachten, ja, oder Ostern, Pfingsten. Ich glaube, bei den vielen jungen Leuten heutzutage in Europa wird das gar nicht mehr so als traditionelles Fest gefeiert, sondern einfach als Party nur. Wie ist das denn mit dem Mondfest in Taiwan, Bihoi? Weißt du was? Ja. Hast du Kontakt zu jungen Menschen hier? Ja, gerade weil ich nicht mehr die Jüngste bin, habe ich tatsächlich einige junge, also mindestens die Leute, die jünger als ich, sind befragt. Ja. Ich hatte vorhin eine Meinungsumfrage durchgeführt, auf der Straße. Auf der Straße, ja, genau. Tatsächlich, ja. Junge Bihoi Leute. In Action, ja. Im Dienst. Im Dienst, ja. Super. Ja, tatsächlich einige Leute gefragt. Du hast schon recht, also überhaupt die jungen Leute heutzutage feiern nicht so traditionell dieses Fest. Allerdings, die feiern auch doch schon, ne, mit der Familie zusammen, weil das Mondfest ist sowieso ein traditionelles Familienfest. Also alle Leute kommen nach Hause, um mit der Familie zusammen dieses Fest zu feiern. Die jungen Leute feiern zwar nicht unbedingt so Tradition wie deren Eltern oder ältere Generationen, allerdings, die freuen sich auf jeden Fall. Einige Tage frei haben, kann man eine kleine Reise durchführen, mit der Familie zusammentreffen und dann gutes Essen auf den Tisch gebracht werden. Dazu noch Festessen und Festkuchen, nämlich in diesem Zusammenhang Mondkuchen. Oh nein, die Mondkuchen. Naja, schon wieder. Jedes Jahr diese schrecklichen Mondkuchen. Nein, aber du hast auch wiederum recht. Man hat gesagt hier in Taiwan, dass die Mondkuchen sind dafür da, nicht für das Essen, sondern für Verschenken. Ah, okay. Das heißt, man kauft sich nicht so viel Mondkuchen. Allerdings, man bekommt ja immer an diesem Tag Mondkuchen verschenkt. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, dann wer kauft ja diese Mondkuchen? Ja, wer kauft die eigentlich? Ich weiß auch, meine Frau kauft ganz viele. Ja, ah ja, warum? Ja, die muss die an alle Mitarbeiter der Firma verschenken. Ja. Und was übrig bleibt, muss dann ich essen. Daher, ja, jedes Jahr. Deswegen hängen mir die Mondkuchen schon so zum Hals heraus. Vor allem in diesen Mondkuchen ist ja immer so ein wirklich sehr dichtes Eigelb drin. Also gekochtes Ei, oder? Gekocht und dann, ja, ich weiß auch nicht, nochmal viel gelber als natürlich gelb gemacht. Und ja, schrecklich. Könnten die nicht einfach mal dieses Eigelb draußen lassen? Nein, das ist ja für Chinesen, für Taiwaner, für Asiaten doch das Wichtigste. Das Sinnbild für den Mond, oder? Weil das so knallgelb ist und so rund wie der Mond. Ja, deswegen muss dieses Eigelb, dieses ekelhafte Eigelb in diesem Kuchen drin sein, in diesem Küchlein. Ja, aber für die Taiwaner ist ja dieser Eigelb eigentlich der wichtigste Bestandteil in einem Mondkuchen, weil irgendwie wir sind gewöhnt mit diesem Geschmack und daher
ohne Eigelb wollen viele gar nicht essen. Und tatsächlich hat eine Frau, die wir vorhin interviewt hatten, hat so behauptet, Eigelb muss dabei sein. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, hören Sie selber noch mal rein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es keine Eigelb gibt, dann ist die Eigelb ein Scheitern. Ich glaube, man kann Schokolade geben. Ja, hast du nicht gehört, Jojo? Ja, sie hat wirklich so gesagt. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, selbst für junge Leute noch auf diesem alten Eigelb. Also das sieht wirklich auch alt aus, ne? Abgesehen vom Geschmack, es sieht auch ziemlich alt aus. Aber trotzdem, diese junge Dame war ganz begeistert und hat das tatsächlich gesagt. Das Eigelb muss dabei sein. Ja, also jeder hat seinen Geschmack. Und was tun die Leute ansonsten an diesem Tag? Ja, normalerweise Grill, ne? Da hatten wir auch in vielen anderen Sendungen immer gesprochen haben, dass wir an diesem Tag. Ist das noch in? Macht man das noch? Ja, wie gesagt, ich habe dieses Mal 6-7 Leute interviewt. Und ja. Die absolute Mehrheit gehen mit den Freunden, mit der Familie zusammen grillen. Man grillt entweder zu Hause mit der Familie oder mit den Verwandten zusammen oder dann in einem Park. Und diese Hebingongyuan wurde 2-mal genannt. Ja, da darf man einfach grillen in einem öffentlichen Park. Ja, genau. Ja. Nur an diesem Tag sind mehrere Parks in Taipei zugänglich für alle Leute. Ach, das ist ja interessant. Zum Grillen. Ja. Also, stell dir das mal vor, wenn man jetzt plötzlich im Englischen Garten in München grillen dürfte. Oh, das wäre mal ja was. Da kommen viele Leute. Glaube ich auch, ja. Das wäre doch mal eine Idee. Einmal im Jahr so ein Grill. Und das wäre auch für die Wirtschaft wunderbar. Ne? Die ganzen Standgrillverkäufer würden da ein enormes Geschäft hinlegen. Und das war ja auch eines der Gründe, warum das ganze Grillen zum Mondfest in Taiwan eingeführt wurde. Darüber haben wir ja letztes Jahr schon berichtet. Ich wollte aber sagen, noch eine Gruppe von Leuten geht auch zum Grillen. Nicht unbedingt am Mondfest, aber vor und nach dem Mondfest. Nämlich, weiß ich seit neuestem, von Oberschulen, die Clubs. Da gibt es ja so verschiedene Clubs. Und ja, die wollen auch gerne unter sich mal sein, die Jugendlichen, also ohne Familie. Es gibt auch also verschiedene Clubs, das weiß ich, weil meine Tochter jetzt eben auch so einen Grilltag mitorganisieren muss. Da tun sich verschiedene AGs einer oder verschiedener Schulen sogar zusammen und dann gehen sie auch zu öffentlichen Grillplätzen und grillen da ohne Eltern, nur unter sich, die Jugendlichen. Aber toll dabei ist, finde ich, dass die tatsächlich am anderen Tage diesem Treffen organisiert, nicht ja. Direkt am Mondfest, weil wie gesagt, Mondfest ist ein Familienfest. Mhm. Ja, so mit der Familie zusammen das Feiern. Und ich meine, Grill in öffentlicher Park ist wirklich schön. Ich war zwar noch nie da, aber jedes Mal habe ich vom Fernseher Berichte gesehen, dass dort immer so eine ganz schöne Stimmung da herrscht. Mhm. Ne? Also die Leute können miteinander reden und tanzen, Musik machen oder einfach quatschen. Ja, vielleicht kann man auch mal die Kinder tauschen. Ne? Also die eigenen Kinder, die nerven ja oft ganz furchtbar. Da kann man, und andere Familien finden die aber dann oft ganz süß. Ne? Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, endlich einmal von den eigenen Kindern ein bisschen Abstand zu gewinnen, also nicht unendlicher Abstand, aber so, ja, dann tauscht man mal. Die spielen da beim Nachbarn und die Nachbarskinder kommen da zu einem her. Das ist doch auch eine wunderbare Atmosphäre. Ja, finde ich auch. Ja. Ab und zu ein bisschen austauscht. Ja, war so ist gar nicht so verkehrt. Nein. Aber wahrscheinlich wird das noch nicht bei vielen Familien in Taiwan praktiziert. Also ich habe das nur mal bei einem Campingwochenende miterlebt, als eben meine Töchter dann immer bei anderen Familien waren und die Kinder von anderen Familien bei uns. Das war ganz interessant. Nee, das war nicht ganz verkehrt. Und als ich klein war oder überhaupt meine Tochter zum Beispiel, bei meiner Tochter, sie kam schon öfters zu anderen Familien zu übernachten und wir bekamen auch welche kleinen Gäste bei uns zu übernachten. Ja, das passiert. Bei anderen ist es immer besser. Ne? Bei anderen schmeckt es besser. Und bei anderen ist auch der ganze Tagesablauf besser. Ne? Bei anderen ist es immer besser als bei der eigenen Familie. Natürlich, auch so finde ich. Also,
Ich hatte früher immer sehr oft bei meinem Onkel übernachtet. Ach, tatsächlich? Ja, und der hat ja 3 Kinder und wir haben auch 3 Kinder. Ah, da kann ich dich übertrumpfen. Ich hatte einen Onkel, der hatte 6 Kinder. Ja, da war natürlich auch immer viel los. Ja, da haben wir ganz viel gepasselt und beim Baden waren wir oft oder durch Maisfelder sind wir manchmal gestrichen, haben so ein paar Maiskolben mitgehen lassen. Ja, ja, das war Onkel Martin, ja, mit seinen 6 Kindern. Genau, das war in den Sommerferien oft sehr abwechslungsreich für mich. Aber jetzt sind wir hier beim Mondfest in Taiwan. Wobei die Familien in Taiwan werden ja auch immer kleiner, ne? Also früher gab es ja auch durchaus kinderreiche Familien. 4 bis 6 Kinder war keine Seltenheit, aber schon seit längerem sind es nur 2 Kinder. Und jetzt werden es ja immer weniger. Also jetzt ist oft nur noch 1 Kind oder gar kein Kind. Genau. Hast du denn da keine Angst, dass das Mondfest irgendwann aussterben könnte? Ne? Wenn keine Kinder mehr da sind, dann ist ja irgendwie auch nicht viel Familie da. Ja. Und wenn Mondfest ein Familienfest ist, dann hat das doch irgendwann ein Ende. Ja, deine Befürchtung ist nicht grundlos. Also ich weiß es nicht. Ich feiere selber sowieso nicht so viele Feste und daher, das stört mich nicht. Aber vielleicht wird irgendwann mal dieses Fest wirklich aussterben. Aber ich glaube, das dauert ja noch ein bisschen. Wie gesagt, ich habe dann vorhin schon eine kleine Meinungsumfrage durchgeführt und ich habe den Eindruck bekommen, dass die meisten Leute doch an diesem Tag zu Hause bleiben oder extra nach Heimat zurückfahren. Zum Beispiel, der ein Mann kommt mit Taiwan und eine Frau auch mit Taiwan und eine Frau aus Südtaiwan, Kaohsiung, und die fahren alle nach Hause und die Reste 4 leben sowieso in Taipei, aber werden auch an diesem Tag zu Hause bleiben. Hast du auch Originalaufnahmen oder wie? Ja, ja, habe ich. Hör mal rein. Ja, siehst du, die Jüngeren sind doch etwas traditionell, obwohl, wie man dieses Fest feiern hat, sich tatsächlich etwas geändert, zum Beispiel Grill, das ist ja dazu gekommene Aktivitäten an diesem Tag, aber überhaupt, man feiert eigentlich nicht viel anders als deren Vorfahren. Allerdings habe ich da jetzt auch schon wieder meine Zweifel, Bihui, ne? Denn jedes Mal bei irgendwelchen Festen sind ja auf den Autobahnen zig Kilometer lange Staus und das wird ja immer schlimmer. Ich meine, die Autos in Taiwan werden nicht weniger, die werden eher mehr. Das heißt, die Staus werden auch immer schlimmer. Irgendwann müssen doch die Leute dann sagen, nee, das macht keinen Sinn mehr, an Festtagen mit dem Auto wegzufahren. Wir bleiben einfach, wo wir sind. Wir fahren nicht in die alte Heimat. Ja, das kann wirklich sein. Und daher sind vielleicht auch einige hier in Taipei geblieben. Aber wie gesagt, man hat ein verlängertes Wochenende und man muss nicht schon am ersten Tag nach Hause fahren. Man kann auch noch einen Tag frei nehmen und dazulegen. Da hat man 4 oder 5 Tage frei und so. Dann muss man nicht am Festtag alle auf die Autobahn fahren und staut sich und so. Irgendwie, man regelt von sich aus, denke ich. Aber weil dieses Mal man nur insgesamt 3 Freitage hatten, dann sind die meisten Leute zu Hause geblieben oder in Taiwan geblieben. Ansonsten in vergangenen Jahren, also in den letzten paar Jahren wegen Corona, sind die Leute natürlich in Taiwan geblieben. Aber ansonsten dann sind viele ins Ausland geflogen, um Ferien zu machen. Aber dieses Mal, weil nur 3 Tage am Stück hat und dann sind die meisten zu Hause geblieben, ja. Ich habe noch einen Eindruck nach dieser Meinungsumfrage. Und man hat ja von Mondkuchen gesprochen, von Grill gesprochen, von Familienzuführung gesprochen. Aber keiner hat vom Mond gesprochen. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich das Neue am Mondfest in Taiwan. Es geht, ohne dass man an den Mond denkt. Schon komisch. Aber vielleicht hast du schon recht, diese Eigelb ist schon ein Symbol von Mondkuchen, statt den Kopf heben, um den Mond im Himmel zu betrachten. Da finde ich schon ein bisschen schade. Aber ansonsten am Mondfest, was tut man denn alles noch? Was tust du denn zu Hause? Also ich dieses Jahr, wenn ich Glück habe, bekomme Besuch aus Deutschland. Und dann, wenn Besuch aus Deutschland kommt, dann müssen wir natürlich ganz traditionell das Mondfest hier feiern, damit die
Deutschen dann auch die Tradition von Taiwan damit kennenlernen, die es wahrscheinlich bald gar nicht mehr geben wird. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass das Feiern an sich aussterben wird. Nur dieser eigentliche Bedeutungshintergrund wird wahrscheinlich mehr und mehr verloren gehen. Also die Leute suchen ja immer irgendeinen Grund, zum Essen zu gehen oder zu feiern oder Feiertag oder frei zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass das Drumherum um das Mondfest aussterben wird. Aber die eigentliche Bedeutung wird immer mehr wahrscheinlich in den Hintergrund geraten. Ja, bei der Umfrage habe ich noch festgestellt, dass viele Leute dies tatsächlich als einen Anlass zu feiern genommen. Also das hat tatsächlich seinen traditionellen Sinn für dieses Fest langsam verloren. Aber irgendwie, man hat natürlich immer Lust, was zu feiern mit den Freunden zusammen, mit der Familie zusammen. Und dazu trinkt man vielleicht ein bisschen Alkohol oder kann man sogar noch Musik machen, tanzen, ein bisschen plaudern, Karte spielen, Gesellschaft spielen oder so. Überhaupt schon eine Feierlichkeit. Du hast ja vorhin gesagt, dass deine Frau vor diesem Tag immer sehr viele Mondkuchen kaufen. Für die Mitarbeiter, ja, das gehört dazu. Dreimal im Jahr ist es der Brauch, dass unsere Mitarbeiter so einen kleinen Bonus bekommen und dann aber auch nicht nur Geld, sondern auch je nach Anlass eben auch was zu essen. Zum Drachenbootfest eben diese Bambustaschen, zum Mondfest Mondkuchen und chinesisch Neujahr, weiß ich jetzt gar nicht, was wir da noch zu essen kaufen. Da gibt es ja Weiya-Essen, ein richtiges Essen. Ach stimmt, ja, da werden alle zum Essen eingeladen, genau. Also, genau. Und genau. Dann noch viele Geschenke und Bonus. Also das ist, denke ich, bei den meisten Firmen in Taiwan auch noch so der Brauch, wenn es die wirtschaftliche Lage erlaubt, dass eben die Mitarbeiter außer dem Geldbonus auch noch traditionelles Essen bekommen. Was natürlich auch wieder für diejenigen Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, also Mondkuchenbäckereien oder Bambustaschenhersteller, für die ist es natürlich wirtschaftlich auch ganz wichtig, dass es diese Feste gibt. Ja, genau. Und vorhin bei der Meinungsumfrage hat dann zwei Männer tatsächlich bestätigt, dass die Bonus extra bekommen. War nicht so viel, ein paar tausend Taiwan-Dollar, das sind ja eigentlich schon mehr als 100 Euro. Aber das ist mehr oder weniger wirklich ein zusätzliches Geld. Man freut sich natürlich sehr darüber. Und wir im Sender hatten früher auch diese Bonus bekommen, aber schon seit langem haben wir kein extra Geld mehr bekommen. Aber bekommen wir nicht Mondkuchen oder Bambustaschen oder Nein, sowas? Nee. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und es ist eigentlich auch gut so. Weil, ja, wie die eine Frau, die ich vorhin befragt hatte, gesagt hat, dass für sie ist das nicht schön, dass sie Mondkuchen als Geschenk zu bekommen, weil sie ungern Mondkuchen essen und vor allen Dingen, weil Mondkuchen eine Kalorienbombe ist und sie will gar nicht so viel essen. Aha, also Tradition gegen modernes Gesundheitsbewusstsein. Ja, da bahnt sich wohl etwas an. Aber dazu können wir dann vielleicht nächstes Jahr wieder mehr berichten beim nächsten Mondfest. Die Entwicklung bzw. die Veränderungen des Mondfests in einem Zeitraum von über 20 Jahren betrachtet. Ne? Wenn Sie irgendwie sowas können wir die nächsten 20 Jahre machen wie heute. Machen wir mal so, okay. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer am roten Mikrofon Jojo Long und Chobi Hui am gelben Mikrofon. Bye bye. Aus Taipei.